Zu dieser Q&A begrüßen wir die Drehbuchautorin und Regisseurin Jela Hasler. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich habe schon gerade gesagt, wie abgefahren ich deinen Film finde, wie sehr ich da mitgegangen bin. Nimm uns doch mal bitte zurück zur Entstehung dieses Filmes. Was hat dich da umgetrieben? Ja, wie sehr warst du unter dem Einfluss vielleicht eines persönlichen Erlebnisses? Ja, ganz zu Beginn stand eigentlich wirklich dieses Gefühl, das ich hatte, dass es gelingt mir bis heute nicht ganz zu beschreiben, was es ist. Es war so ein Gefühl von, oh, ich will hier ausbrechen, aber ich wusste nicht ganz, woraus, oder ich wusste auch nicht, wogegen ich mich wehren sollte oder wollte. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis ich das dann erst in die Narration transformiert hat und dass da dann klar wurde, okay, es geht um diese patriarchalen Strukturen und diese patriarchale Umgebung, Gesellschaft, die eben diesen, wie soll ich sagen, eine Art erdrückenden Rahmen bilden oder einen Rahmen bilden, der sehr erdrückend sein kann. Und der eben genau das ist, man weiß dann, man hat dann nicht einen klaren Gegner oder eine klare Gegnerin, wogegen man sich auflehnen oder wehren könnte. Und dem bin ich dann gefolgt, aber schon, soll ich sagen, natürlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aber es ist jetzt nicht eine autobiografische Geschichte. Aber es sind sicher Situationen, die ich halt kannte, die ich beobachtet hatte, die ich miterlebt hatte, die mir Leute erzählt haben, die dann den Weg ins Drehbuch gefunden haben und auch im Austausch mit der Produktion, mit der Schauspielerin, mit der Redaktion des Fernsehens haben wir das dann in diese Form gebracht. Ich möchte da nochmal nachhaken. Du hast dieses Gefühl des Ausbrechenwollens beschrieben. Ihr habt ja auch während der Corona-Zeit gedreht. Also wie viel, würdest du sagen, ist vielleicht der Situation dieses Gefühls, oh, ich muss hier aus dieser auferlegten Einengung ausbrechen? Oder wie viel, würdest du sagen, ist tatsächlich dieser patriarchalen Struktur und den Konflikten, die daraus entstehen, geschuldet? Für mich war es eigentlich 100% die Struktur und das hatte die ursprüngliche Idee hatte ich noch vor Corona, noch ein Jahr zuvor. Ich habe dann einfach ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das wirklich mich dem angenommen habe. Ich habe dann im Frühling oder im März 2020 angefangen, das wirklich in eine Geschichte zu schreiben. Und dann passierte erst Corona und natürlich hat das dann mitgespielt. Wir haben uns schon auch gefragt, okay, inwiefern soll es Teil sein des Films? War klar, es wird nicht einfach ein Corona-Film, aber wir können und wollen jetzt auch nicht so tun, als wäre das irgendwie nicht da. Aber es ist nicht das Thema an sich. Aber natürlich der Fakt zum Beispiel, dass sie da die Maske trägt, hat, würde ich sagen, geholfen, auch gerade die Szene nochmals unangenehmer zu machen oder es bildet wie eine kleine Hürde, sage ich jetzt was, sage ich nichts, wenn man schon den Mund so zu hat. Das war dann eher die Art, wie es eingeflossen ist, aber grundsätzlich war es ganz klar es war nicht auf Corona geschrieben. Ja. Was so die Dramaturgie angeht, jedes einzelne Teil ist etwas, womit sich die meisten identifizieren können oder die meisten Frauen bestimmt auch schon mal erlebt haben, in der einen oder vielleicht auch in einer geminderten Version, aber es ist nichts Unbekanntes. War es von Anfang an Teil der Idee, dass das quasi so von 100 auf 180 ausschlagen würde, die Amplitude? Ja, es war schon klar, dass es zu einer Szene führen würde, die sehr explizit auch ist und die, in der es auch wirklich zu körperlicher Gewalt kommen könnte, würde es jetzt anders verlaufen. Es war aber auch von Beginn weg schon klar, dass es nicht wirklich zu einem, wie soll ich sagen, Ausleben der körperlichen Gewalt kommen würde, sondern mehr zu dieser Androhung, die eben halt schon ausreicht, das Gefühl zu merken, okay, ich wäre unterlegen. Ich muss es gar nicht bis zu Ende durcherlebt haben, für das ich dieses Wissen habe im Körper. Das glaube ich, ist schon eine Erfahrung, die ich recht prägend finde und die ich auch spannend finde, darüber in einem Film zu sprechen, weil es sich dann auch teilen lässt und man merkt, okay, wir haben da eine kollektive Erfahrung und eine kollektive Empfindung auch und es dadurch auch eher erklärbar wird, weshalb die zuvor geschehenen Erlebnisse oder Anmerkungen eben nicht
so harmlos sind, wie sie vielleicht einzeln scheinen würden. Und das waren, es war, die Idee war halt, es nicht unbedingt steigernd zu machen, sondern mehr kumulativ. Mhm. Dass sich das alles anstaut und ansammelt und ansammelt und immer mehr wird. Und das, ja, es ist halt schwer zu erklären manchmal, wenn man denkt, ja, das ist vielleicht eine Geste, die ist irgendwie nett gemeint. Warum liegt auch in, kann auch in dieser Geste etwas Problematisches liegen? Weil es eben nicht nur diese Geste alleine ist, es ist halt dieses ganze System rundherum. Ja, ja. Und das ist dann halt nicht so harmlos, ja. Ja, es ist spannend, dadurch, dass diese Berührung der Mitbewohnerin am Ende kommt, bekommt sie nach dieser Tagesgeschichte nochmal auch was fast Übergriffiges, wobei es ja eigentlich freundschaftlich gemeint ist. War da mal die Überlegung, vielleicht diese Endszene an den Anfang zu setzen und dann erst mit der bislang ersten Szene weiterzumachen? Oh, nein, die Idee hatte ich jetzt wirklich noch nie. Okay. Es wäre jetzt noch spannend, das mal durchzudenken. Aber was die Szene für mich halt war, oder ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich, das ist aber wirklich, das war noch bevor ich angefangen habe, wirklich ein Drehbuch zu machen, aber noch auf Treatment-Stufe, gab es noch einen Tag danach, wo sie mit ihrer Freundin oder Mitbewohnerin unterwegs ist und dass sich da dann entlädt. Und dann haben wir gemerkt, nee, das muss ich in einem Tag in die Nacht hinein erzählen. Und was aber für mich schon wichtig war, war auch eine Situation zu haben, in der man merkt, wie sie einfach keinen Umgang mehr damit findet, oder? Ihre Freundin, ihre Mitbewohnerin macht ja eigentlich alles richtig, oder sie ist ja keine Aggressorin, und trotzdem ist es, oh, man kann einfach nicht mehr. Hm. Und wie findet man einen Umgang damit? Ja. Und wie viele Drehbuchversionen gab es, bis du zu dieser feinen Erzählung kamst, oder hat sich davon einiges auch einfach tatsächlich beim Drehen erst entwickelt? Es waren nicht wahnsinnig viele Versionen. Wir hatten sicher über das Treatment gesprochen, und dann habe ich ziemlich schnell eine erste Drehbuchversion geschrieben, die dann auch nicht mehr wahnsinnig groß geändert hat. Was sich aber stark entwickelt hat, nicht auf dem Dreh, sondern in den Proben, waren wirklich die Szenen in sich. Also einerseits die Dialoge, aber auch die ganze Dynamik. Wie spitzt sich das genau zu? Wie kommen die Leute genau rein? Wo reiben sie sich aneinander? Das haben wir eigentlich wirklich in den Proben mit den Schauspielern und der Schauspielerin erarbeitet. Dass es sich einerseits natürlicher anfühlt, aber auch, dass es... ja, weil es halt vielschichtiger auch möglich war, dann mit den konkreten Figuren zu schauen, was sind ihre Körperlichkeiten und was entsteht daraus. Hm. Und dann haben wir das aber, sorry. Bitte. Ja, ich habe das dann aber, wir haben auf dem Dreh selber, haben wir eigentlich fast nichts mehr improvisiert. Ich habe das meiste dann nach den Proben wieder umgeschrieben, und dann haben wir anhand der neuen Dialoge das dann gedreht. Ja. Ja. Widmen wir uns mal der Szene mit den Männern im Auto, und wie seid ihr die angegangen? Was war da das Besondere? Wie hast du da inszeniert? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Ja, also diese Szene ist sicher ein ganz deutliches Beispiel davon, wie wir sie in den Proben entwickelt haben. Die war bei mir geschrieben, war es irgendwie von Beginn weg schon viel aggressiver. Und die haben dann im Gespräch, aber vor allem auch im Ausprobieren gemerkt, wie, dass ich das aufladen kann und dass es dann halt fast noch bedrohlicher wird, wenn es so unausgesprochen bleibt. Und auch, dass es, ja, dass ein Moment ist, das könnte jetzt eigentlich auch ganz gut ausgehen. Der, wenn er sie das erste Mal fragt, können wir dich mitnehmen? Wenn sie jetzt einsteigen würde, es wäre vielleicht nicht die beste Autofahrt, die sie je hätte, aber er würde sie jetzt nicht vergewaltigen. Aber wo schaukelt sich das dann auf? Das haben wir wirklich im Spiel geprobt. Oder wie können wir das machen? Okay, das Auto, schneidet ihr noch den Weg ab? Das haben wir wirklich vor Ort geprobt. Und dann auch, da haben wir einiges im Schnitt noch nuanciert, weil wir haben die Szene sehr oft gedreht. Wir haben sehr oft in langen Takes gedreht, also wirklich fast die ganze Szene jeweils nochmal. Das hat uns dann sehr geholfen, um so Feinheiten in den Dialogen
ja wirklich ausarbeiten zu können. Was sagt er genau? Wie lachen sie? Wann lachen sie genau? Das geht ja auch ziemlich gut dann, weil im Auto sieht man sie nicht so gut oder ist im Ofen. Ja. Spannend. Es hat mir auf jeden Fall ein starkes Gefühl der Ohnmacht auch gegeben und der Wut und dieses Ausgeliefertsein, das sehr gut gemacht. Ihr wart auch eingeladen nach Cannes zum Filmfestival mit diesem Film, in die Kersen, die Realisator. Wie war das, gleich mit so einem Film nach Cannes zu gehen? Wir waren in der Semaine de la Critique, nicht in der Kanzlei. Pardon. Ja, ja, es war schon ein bisschen Wahnsinn. Also es war, mein Hintergrund ist eigentlich eher im dokumentarischen oder experimentellen. Das war der erste, wie ich sagen würde, klassische Spielfilm, den ich gemacht habe. Und das war dann natürlich eine unglaubliche Freude, weil es ist schon eine Anerkennung. Und es gibt auch, es gibt auch ein Vertrauen, dass ich da nicht ganz auf dem falschen Weg bin. Und es war natürlich wahnsinnig schön, auch den Film dort zeigen zu können, auch wieder live. Wir hatten im Sommer 2020 gedreht, recht schnell mit sehr wenig Vorbereitungszeit und dann aber für den Schnitt ziemlich Zeit gelassen, weil halt sowieso alles online war, und haben dann so ein bisschen auf den Sommer gehofft, und das ist dann wirklich aufgegangen. Das war schon extrem schön, auch mit einem Teil der Crew, die vor Ort war. Und es gibt natürlich eine wahnsinnige Sichtbarkeit, die schon, ja, die auch ein bisschen Angst macht, aber die eigentlich total bestärkend wirkt, ja. Ja. Wenn du vom Dokumentarfilm ursprünglich kommst, wo würdest du sagen, hat dir die Erfahrung als Dokumentarfilmerin geholfen bei deiner fiktionalen Umsetzung? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich mit dem Dokumentarischen zu tun hat, aber ich glaube, ich bin jemand, die sehr gerne beobachtet und die sehr gerne genau hinschaut. Das ist das, was ich auch in den dokumentarischen Arbeiten versucht habe zu machen, die ganze Umgebung wahrzunehmen und vielleicht in gewisser Weise auch zu übersetzen, was ich darin sehe. Und das, glaube ich, findet sich dann wieder in diesem Film, dass wir halt auch dort versucht haben, es ist für mich ganz klar ein Kommunikationsmittel, dieser Film, eben auch eine Erfahrung zu teilen und nicht alles mit Worten erklären zu müssen, was ich erlebe. Und die Zusammenarbeit mit dem Kameramann hat da auch gezeigt, weil wir schon in den frühen Arbeiten zusammengearbeitet haben, dass wir von den gleichen Dingen sprechen und dass wir ähnliche Ideen haben, wie man das dann umsetzen könnte, oder dass die ganze Umgebung wichtig ist, dass es nicht nur um die Geschichte an sich geht, sondern wirklich um dieses, ein Gefühl zu kreieren und einen Ort zu kreieren, der ja den Film trägt. Ja. Ja. Das hat sich sehr ausgezahlt, diese Erfahrung. Und ich hoffe, dass du ja beim fiktionalen Drehen bleibst auch und dass wir noch viele weitere Filme von dir sehen dürfen, auch beim Max-Ophüls-Preis. Herzlichen Dank, Jela Hasler. Danke.